Okay, wir erleben jetzt leider wohl doch wirklich diesen angekündigten schweren Corona-Winter. Diesen Winter, vor dem viele gewarnt haben, vor dem viele Angst hatten. Also was könnten wir jetzt tun, um uns zu schützen? Ich hab's! Wir verkaufen Impfunfähigkeitsbescheinigungen für 17,49 das Stück im Internet. Wie moral. Ihr habt doch extra den Vorsitzenden unserer Ethikkommission gefragt, ob das alles in Ordnung ist. Oder Hans? Seht ihr? Seht ihr? Ich sage es doch. Freundinnen und Freunde, Markus Böning, der Chef von Clinigo und von TestExpress, über den wir ja schon sehr ausführlich berichtet haben hier auf dem Kanal, hat eine neue Idee, wie man theoretisch 3G-Schutzmaßnahmen oder auch 2G oder 1G-Schutzmaßnahmen massiv unterlaufen kann. Nachdem er zuerst mit TestExpress gefälschte Corona-Tests anbietet, um Kontrollen zu unterlaufen, hat er jetzt die Idee, Menschen ein Zertifikat auszustellen, was sie vor einer theoretischen, nicht existierenden, Stand der Dinge heute nicht existierenden Impfpflicht befreit. Herrgott nochmal. Wir haben ja hier auf dem Kanal jetzt schon sehr ausführlich über Markus Böning, über sein Geschäftsmodell mit der Testbetrugsseite TestExpress berichtet und mit über seine, ich sag mal, unternehmerische Erfolgsgeschichte, die davor ja eher klein war. Wir wissen nicht, wer Markus Böning ist. Nun, er hat zuletzt ein Interview gegeben bei dem, darf man ihn so nennen, YouTuber Kai Stut gegeben. Stut, wenn ihr den nicht kennt, der gibt immer wieder Corona-Leugnern und auch Antisemiten eine Bühne. Nun, auf jeden Fall, bei Stut hat Böning Folgendes so vom Stapel gelassen. Und ich möchte einfach mal, dass ihr das seht, aus dem Grund, dass ihr euch ein Bild davon macht. Deswegen muss jeder verimpft werden, der nur geht. Am besten jedes Baby, deswegen auch die 5- bis 12-Jährigen und so weiter. Je mehr man erwischen kann, umso besser. Und die bockigen Bürger, die nicht einsehen, dass sie sich unbedingt impfen lassen müssen, die müssen eben drangsaliert werden. Und drangsaliert geht ganz subtil über, du kannst dir das ja überlegen, du kannst dich ja impfen lassen, du kannst ja jederzeit, das ist eine Frechheit. Und genau so frech agiert hier die Regierung, indem sie systematisch Menschen nötigt, einen medizinischen Eingriff über sich ergehen zu lassen. Auf eine unfassbare Art und Weise. Ich bin als echter, aufrechter Demokrat echt empört. Ja, kann man schon so sehen. Ist halt Quatsch. Welche perfide Masche Böning abzieht und welche moralischen Grauzonen er keine Scheu hat zu betreten, das haben wir auf dem Kanal hier ja schon besprochen und das möchte ich gar nicht jetzt nochmal hier breittreten. Man kann aber sagen, Böning ist nicht nur jemand, der ganz massiv die Narrative der Querdenker bedient mit wir werden hier alle gezwungen, das ist alles Betrug und Corona ist gar nicht so schlimm. Und darüber hinaus muss man sagen, auch als Unternehmer ist Böning nicht mal in der Lage, personenbezogene Daten zu schützen, was das Kernaufgabengebiet seiner Firma ist. So hat er mir einen Datensatz geschickt, unwillentlich, von über 2000 Menschen, die vermeintlich auf seiner Plattform gefälschte Corona-Tests gekauft haben. Und das halt mit Klarnamen großteils. Dafür habe ich Clinigo und auch Herrn Böning natürlich beim zuständigen Beauftragten für Datenschutz gemeldet. Ich weiß noch nicht, was dabei rumkommen wird. Aber ich denke auf jeden Fall, es sagt sehr viel aus über die Professionalität dieses Menschen. Nachdem diese Geschichte mit den Datensätzen auch passiert ist, nachdem auch die Tagesschau unter anderem auch wegen meinen Videos, da freue ich mich wirklich drüber, dass das so ist, über TestExpress und Böning berichtet hat, ist dieser explodiert. Er hat ganz viele Newsletter verschickt, wo er sich rechtfertigen wollte, wo er um sich geschlagen hat und mit jedem einzelnen Newsletter hat dieser Mann immer mehr bewiesen, was er für ein indoktrinierter, ja und in meinen Augen auch gieriger Mensch ist. Für mich ist Markus Böning sowas wie diese Tele-Evangelisten in den USA, die ja fast alles für Geld tun würden, die auch davon sprechen, dass sie Corona heilen können und dass sie Krebs heilen können. Und wenn sie es dann wirklich mal tun sollen, ja, passiert halt nicht. Das möchte ich euch alles mit auf den Weg geben, bevor ich jetzt von der Seite nachweisexpress.de zitiere, denn man muss das, glaube ich, über den Urheber und Autor dieser Sätze und dieser Texte wissen, um sie richtig einordnen zu können. Böning schreibt nämlich auf nachweisexpress.de seiner neuen Seite neben testexpress.de folgendes. Für deine Gesundheit und Freiheit
Niemand hat die Absicht, Impfunfähige zu diskriminieren. Politik und Ethikrat sind sich einig, dass Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, natürlich nicht deshalb ausgegrenzt und diskriminiert werden dürfen. Das gilt zwar für alle Menschen, aber in diesem Fall sieht es auch die Politik so. Die Begründung für eine Impfunfähigkeit liegt vollständig im Ermessen des beurteilenden Arztes. Es existieren keine verbindlichen Kriterien, denn jede Entscheidung für oder gegen eine Impfung ist eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung und wird dies auch bleiben. Niemand kann Impfschäden ausschließen. Weder der Hersteller des jeweiligen Impfstoffs noch der begutachtende Arzt kann mit Sicherheit ausschließen, dass es im Falle einer Corona-Impfung zu schwerwiegenden Impfnebenwirkungen kommen könnte. Es besteht darüber hinaus das vergleichsweise höhere Risiko akuter Lebensgefahr, weil die Impfung auch tödliche Wirkung haben könnte. Mit jeder weiteren Corona-Impfung würde sich dieses individuelle Risiko weiter vervielfachen. Man beachte auf jeden Fall, dass Böning in diesen Texten jedes einzelne Mal den Begriff Impfung in Anführungszeichen setzt. So als würde er implizieren, dass es keine richtige Impfung gibt, die auch gar nicht schützt. Absoluter Vollmuppet-Move, ehrlich. Also, jetzt nochmal genau für dich, Markus. Dass du es auch mal verstehst. Ja, keine Impfung ist ohne Risiko. Das stimmt. Aber das Risiko, eine schwere Impfnachwirkung durch den Corona-Impfstoff zu haben, liegt bei 0,02%. Das sind von 5000 Menschen eine Person. Ja, das ist scheiße, das ist tragisch. Aber kann man da wirklich von Lebensgefahr sprechen? Vergleicht man nämlich mal, naja, wenn man eine Corona-Infektion mal durchläuft, die Chance, an der Corona-Infektion einen schweren Verlauf zu haben, liegt bei 10%. Das sind also von 5000 Menschen 500. Das ist ein Faktor von 500 gegenüber der Impfung, du Muppet. Gut, aber geschenkt, weil Markus Böning spielt ja nur Lotto mit dem Leben seiner Kunden. Was soll da schon passieren? Aber es wäre jetzt auch falsch, Markus Böning und Clinigo die alleinige Schuld zu geben an ihrem Geschäftsmodell, weil es gibt ja scheinbar einen Markt für gefälschte Corona-Tests und für gefälschte Atteste gegen eine Impfung wohl wahr. Und man muss halt auch wirklich sagen, da ist halt ein Schlangenölverkäufer auf eine Goldgrube gestoßen. Natürlich nutzt der das aus. Natürlich nutzt der das aus. Warum sollte er es auch nicht ausnutzen? Natürlich. In den USA spricht man mit solchen Leuten als Con-Artists. Wenn die irgendwas finden, womit sie richtig einfach Kohle verdienen können. Moral ist da eher, wie Christian Lindner sagen würde, second. Probleme sind nur dornige Chancen. Ich frage mich aber, wie soll denn das eigentlich legal funktionieren? Böning beschreibt das auf seiner Seite ja super einfach. Mit Daten angeben, bezahlen, Attest erhalten, Gutachten erhalten. Von einem Arzt ausgefüllt. Im FAQ-Bereich schreibt dazu Böning Folgendes. Das Gutachten begründet wissenschaftlich ausführlich, warum eine Impfung für dich nicht in Frage kommt. Es räumt mögliche Zweifel bei den Menschen aus, die dem Nachweis alleine misstrauen. Okay. Und dem Gutachten ging eine Forschungsarbeit von mehreren Monaten voraus, in denen die wesentlichen und einschlägigen Informationen gewissenhaft und gründlich recherchiert und ausgewertet wurden. Alle bis zum 10. November 2021 bekannten Veröffentlichungen zu den jeweiligen Aspekten wurden recherchiert, gewertet und in das Gutachten eingearbeitet. Ah ja, die Universität für Schwurbelei. Zudem schreibt Böning Folgendes. Das Autorenteam setzt sich interdisziplinär zusammen aus Medizinern, Rechts- und Wirtschaftsexperten. Ich weiß doch jetzt schon wieder, was das für Mediziner sind. Der hier. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die Stadt Mainz, denn die will durch die Gewerbesteuereinnahmen der Firma BioNTech bis Ende 2022 schuldenfrei sein. Ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, weil wenn die Impfungen weiter so voranschreiten, dann wird sie vielleicht sogar einwohnerfrei sein. Der hier. Ich bin ein Arzt und ich stehe für meine Patienten. Und wahrscheinlich der hier. Das Virus ist nicht da, auch bei Menschen mit Husten. Und ich sage noch einmal, mit den Masken etwas zu verhindern, was nicht da ist, ist nicht nur absurd, es muss sofort gestoppt werden. Juristen könnten dann vielleicht der hier sein. Ich bin Pressevertreter, ich bin Presse! Presse! Ich bin von der Presse! Presse! Oder dieses Universalgenie. Aber im deutschen Recht ist inzwischen die Justiz derart verkümmert, dass man im Zweifel bei solchen wichtigen Rechtsstreiten, die keiner anfassen will, auf eine einzige mündliche Verhandlung reduziert wird. Was hat Föhmich in diesen Fällen gemacht? Eigentlich nichts.
Und als Wirtschaftsexperten, wer wäre da besser geeignet als Markus Bödig selbst, der ja wirklich hier eine Goldgrube gefunden hat? Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Also mal ehrlich, dieses Nachweisexpress-Projekt von Markus Böning, es fühlt sich so ein bisschen an wie das Europaparlament für Querdenker. Die ganzen gescheiterten Existenzen kriegen da jetzt nochmal wirklich einen guten Unterhalt. Was soll ich euch mal was sagen? Das Fälschen von Corona-Nachweisen, also Testnachweisen und Impfnachweisen, ist gar nicht illegal, solange man keine Behörde und öffentliche Stelle täuscht, sondern nur Unternehmen. Theoretisch aber sieht es natürlich bei Attesten zur Impfunfähigkeit ganz anders aus, weil man da nämlich kein Unternehmen bescheißt, sondern eigentlich im Endeffekt ein Gesundheitsamt. Wie das aber genau ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt ja auch kein Jurist. Ich habe aber durchaus bei der Ärztekammer Deutschland mal nachgefragt und habe einfach mal gebeten zu sagen, könntet ihr mir das einordnen? Wie seht ihr das? Und die Antwort der Ärztekammer war, ja, geghostet worden. Denn das Thema ist halt auch einfach fucking schwierig, ja? Es ist halt einfach super schwierig. Denn niemand weiß, wo da die Fallstricke sind, niemand weiß, wo da die juristischen Probleme sind und niemand weiß auch wirklich, wie Gerichte theoretisch darüber urteilen würden. Ja, natürlich, Polizei und auch Behörden gehen inzwischen gegen Impfpassfälscher massiv vor. Aber was ist jetzt mit Leuten, die Atteste ausstellen, um Menschen vor einem Impfzwang zu befreien, der so gar nicht existiert? Ich meine, ist das illegal? Weil es ist ja nicht so, dass irgendjemand, wenn es keinen Impfzwang gibt, zu einem Impfzentrum hingeht und sagt, hey, übrigens, ich darf mich nicht impfen lassen und wieder geht. Das passiert ja nicht. Ich denke also, politisch wie juristisch ist das, glaube ich, zumindest bis zu dem Punkt, wo es keinen Impfzwang gibt und wo es nicht die Straftatbestand erfällt, dass man hier Gesundheitszeugnisse fälscht, ist das wahrscheinlich einfach in allen Bereichen Neuland. Was ich übrigens über die Impfpflicht im Allgemeinen zu sagen habe und was ich auch zu sagen habe über diese ganzen Maschen, um 3G- und 2G-Maßnahmen zu unterlaufen und zu hintergehen, das habe ich in einem anderen Video sehr deutlich nochmal gesagt. Und wenn euch das interessiert, wenn euch da meine Meinung zu dem Thema nochmal weiterführend interessiert, dann kann ich euch nur dieses Video empfehlen. Und natürlich, oder hier, je nachdem, hier ist immer so ein bisschen Achsen, egal. Wenn euch was aber generell interessiert, was ich hier auf diesem Kanal mache, und ihr seid noch keine Abonnentinnen, dann werdet das doch bitte. Und lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und natürlich hilft es dem Kanal am meisten, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Und das wäre natürlich eine coole Sache, wenn das klappt. Vielen Dank an der Stelle. Fassen wir aber nochmal zusammen. Würde Clinico und auch Markus Böning wohl sehr viel tun, vielleicht auch fast alles tun für Geld? Scheint so. Ist das eigentlich alles überhaupt legal? Ja, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Die Frage ist halt, wie viel davon verfolgt wird, ne? Und ist Hans Hansson wirklich eine moralische Instanz? Ja. Boah, na dann. Das mein kurzes Update zu dem Treiben von Markus Böning und Clinico, die jetzt eine neue Geldquelle erschlossen haben. Scheinbar verdienen sie nicht genug mit Tests. Ich weiß es nicht, woher das kommt. Vielleicht ist es auch wirklich mehr als nur die Gier nach Geld. Vielleicht ist es auch wirklich die Absicht, sein eigenes Weltbild irgendwie zu verteidigen. Und vielleicht glaubt Markus Böning wirklich an das, was er da tut. Und vielleicht glaubt ihr wirklich, dass wir in einer Diktatur leben. Und vielleicht glaubt ihr auch wirklich, dass diese Oppression stattfindet. Vielleicht ist das so. Ich weiß es nicht. Ich möchte ihm das jetzt auch nicht unterstellen, aber vielleicht ist es mehr als Gier. Wer weiß. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, das war für dich interessant. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und ich sage natürlich auch Danke an die Community, die mich auf dieses Thema ungefähr 50 Mal gestoßen hat. Also in allen möglichen Kanälen wurde ich darauf hingewiesen, dass das auf jeden Fall gerade stattfindet und dass das gerade in der Vorbereitung ist. Und da muss man sagen, ich habe eine sehr coole, wachsame und tolle Community, die da auch wirklich mitdenkt und auch mir neue Impulse gibt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn du noch nicht Teil dieser Community bist, es ist ein Mausklick entfernt und es ist kostenlos. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mit dabei bist in Zukunft, dass wir hier weiter das tun, was wir tun. Naja. Auf jeden Fall, bleibt gesund, bleibt untot. Wir sehen uns bald wieder. Euer Wolfi.